Mach das nicht nochmal. So, hier war der Weg mit rauf und runter, ne? Genau, da waren wir schon mal. Da kann ich mich entsinnen. Und da war auch dieser Typ gewesen. Und da kamen wir auch zu denen seiner Höhle. Und da mussten wir bestimmt irgendwas machen. Hundertprozentig. You think you're significant? That you will uncover the truth for everyone to see? So you can point the finger at the monster. Oh, ich sehe nichts. Take a look at the mirror. Also sind wir hier richtig. Das hatten wir nämlich schon mal den Spruch. Das heißt, wir müssen hier 2072. Ich muss hier durchrennen. Ciao! Da ist ein Zettel. Lese ich gleich. Lese ich gleich. Habe ich keine Zeit für. Hö, wo muss ich hin? Hö, weiß ich nicht. Der läuft da, 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 der läuft da. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt, aber der läuft da. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wo ich hin muss. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ich traue mich gar nicht, die Lampe anzumachen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Scheiße, die Lampe wackelt, das heißt, der ist in der Nähe. Fuck, da ist noch ein Zettel, ne, oder? Oder warum ist sie so rot? Von hier kamen wir gerade, ne? Oder müssen wir hier lang? Ich weiß es nicht. Der lief da auf jeden Fall gerade. Ich werde den Zettel lesen, sobald ich dazu komme. Ich weiß auf jeden Fall... Fick dich! Hau ab! Ciao! Geh weg! Lass mich! Lass mich! Lass mich! So, hier sind wir in seiner Höhle. Ich weiß, dass hier ein Landmark sein muss, aber wo? Ciao. Vielleicht hier oben? Oder da unten? Da ist es bestimmt. 100 pro. Hundertprozentig. Geh weg, lass mich. Lass mich, ich will nicht sterben. Nein, der ist da. Fuck. Fuck, der soll abhauen. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Scheiße, wir müssen nach unten hin. Ich geh einfach runter jetzt. Ciao. Was muss ich hier machen? Was? Wer ist sie denn? Was? Darf ich mal auf die Karte schnell gucken, wo wir sind? Bevor du mich jetzt tötest. Da, was? Ich will den letzten Landmark finden, aber wo? Was ist denn das? Oder ist es der hier? Ich habe ein bisschen Angst, zu lange hier zu sein. Was ist das denn? Gar nichts, okay. Wieso kriege ich denn diesen letzten... Wieso kriege ich den letzten Landmark nicht? Oder habe ich den jetzt? Den habe ich! Wie geil ist das denn? Was? Ah, hier, haben wir. Wo muss ich denn jetzt... Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich sollte hier mal... Ich glaube, ich sollte mal schnell die Fliege machen. Ciao. Das hört sich nicht gut an. Gar nicht gut. Wir haben alle Landmarks gefunden. Es hört sich echt so an, als ob die Höhle gleich einstürzt oder so. Was ist das? Ich will speichern, ich will speichern. Wo ist die Scheiße? Das ist hier irgendwo, ne? Ich will nur speichern, ich will nur speichern. Kann ich speichern? Ich will nur speichern, 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 speichern.
Wieso speichert der nicht? Ich weiß, wer da kommt. Es ist Godzilla. Wie? Warte mal, kann ich Schnellreise machen? Ich reiß einfach mal wieder hier hin, ne? Mal gucken. Was? Jetzt wissen wir, was hier gerade so knallt. Will ich dahin? Soll ich dahin? Was passiert hier gerade? Entschuldigung. Ich meine, da würde ich doch gar nicht. Da würde ich doch gar nicht hingehen wollen. Ich. Was? Keine Seiten. Nichts steht drin. Was Aktra? We have reached the end. Have you understood your role in my plan? There are no random victims, and nobody is completely innocent. You may not agree, but when the gates to Section 22 open and the world will see true madness, you will understand that everything I had done was necessary. Okay. Ach du heiliger Strauß, sag ich, das sieht aus hier wie die Spuren von den Expeditionsmitgliedern. Mit den Skischuhen und ich weiß überhaupt nicht, wo wir sind und Akt 3, stimmt, wir sind ja in Akten, verschiedene Akten und das war die ganze Zeit Akt 2 gerade. Huiuiui. Lass mich da echt mal überraschen. Ich kann sogar rennen. Ich habe auch keine Karte mehr, nichts. Ich vermute mal, das wird das Finale sein. Da oben hüpft da irgendwas rum oder ist das eine Schneeflocke? Das sieht aus wie das Lager von denen. Alter, ich will gar nicht sein. Es was? 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 Geh weg, lass mich. Lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich. Komme ich hier überhaupt dahin? Ich gehe einfach querfeld ein. Ist mir scheißegal. Ich höre. Oh nein. Der Vorfall. Habe ich die Trophäe erhalten? Thank you.
safe on your last stop. You said, ich meine, der Song ist cool, aber der Song ist wirklich cool, muss ich sagen, ist echt stimmig, aber find you. Entschuldigung. I have faith. That you are safe. Ja, ich, okay. Es wird geladen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwie was Großartiges kommt. Was ende ich? Warte, ich mach mal eben hier so ein bisschen ich mach mal eben hier so die Gesamtlautstärke mal eben runter, weil die fängt nämlich gleich wieder an zu singen. So, pass auf. Was ist denn das für ein was ist denn das für ein Ende? Also ich habe vor kurzem, ich muss zugeben, es gibt ja auch einen Film dazu, zu diesem Spiel. Das ist ja nach einer wahren Begebenheit, dieses Spiel hier, ne, mit diesem Kolatgebirge und alles pipapo. Und da habe ich letztens den Film mir angeguckt, passend zu diesem Spiel auch. Der Film war um Längen besser wie das Spiel, muss ich zugeben, weil das Ende war total so, da bist du bei Akt, weißt du, Akt 1 ist okay von der Länge her gewesen. Akt 2, Kilometer lang, mitten im Spiel einfach. Akt 3, ganz kurz, Ende. Also man hätte erstens, was meiner Meinung nach ein bisschen, dem Spiel überhaupt nicht gut getan hat, waren die langen Laufwege, wo die ganze Zeit lang nichts passiert. Gar nichts, du läufst und läufst und läufst und läufst, guckst und passiert gar nichts, es passiert nichts. Des anderen, ja gut, diese Viecher da, die leuchtenden Dinger waren jetzt auch nicht so, ne, aber trotzdem hat man sich doch ein bisschen erschrocken, ne, ich sowieso. Und es war von der Atmosphäre her war es sehr geil eingefangen, das muss man sagen. Aber es hätte, sag ich mal, ich hätte mir wirklich gewünscht, wie ich gerade diese Tür gefunden habe, da unten in diesem Berg. Da habe ich sofort das Blinzeln in den Augen gekriegt oder mir kam im Kopf,
wie die in dem Film, bei dem Film ist es so, die finden eine Geheimtür in dem Berg von der russischen Sowjetunion oder irgendwie sowas, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, wo die geforscht haben. Die sind da rein, wurden eingesperrt und es war stockduster und die mussten mit so einer Nachtsichtkamera da unten rumlaufen und dann kamen Viecher. Und da kam ich jetzt gerade, wie wir an dieser Stelle waren mit der Tür, kam mir diese Szene in den Kopf und hab so gedacht, boah, wäre das jetzt geil, oder? Ich hoffe, dass diese Tür aufgeht. Ich habe so drauf gehofft, dass wir da reinkommen und so eine unterirdische russische Basis finden. Wo dann auf einmal so Viecher kommen, du musst vor denen wegrennen, alles. Aber da wurde ich eines Besseren belehrt. Nun gut, das war Kolat für dich auf YouTube. Wir sehen uns in einem weiteren Let's Play wieder, wenn du magst. Und ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest. Wir sehen uns dann definitiv beim nächsten Horror-Let's Play oder sonst irgendwo wieder. Mach's gut. Ciao.